Weiter geht's am Spendermotor vom Audi R8 und heute erzähle ich euch mal, was der Unterschied zu Saugerkopf und Turbokopf ist, beziehungsweise was wir an den Köpfen ändern müssen, damit die Bombe halten. Also die Hauptaufgabe bei dem Motor ist vom R8, dass wir die ganzen Sachen stabil genug bauen, dass es halt den Turbobetrieb aushält. Ihr wisst ja mit Sicherheit, Saugmotor und Turbomotor sind ja zwei unterschiedliche Konzepte. Was man an dem Kopf zum Beispiel auch sehr gut sieht, hier die Einlasskanäle. Das würde ich gerne mal zeigen. Guckt mal kurz darin. Da seht ihr schon, wie Audi oder respektive Lamborghini die Kanäle geformt hat. Ja. Da werden wir also an den Kanälen und an der Bearbeitung gar nichts machen. Weder Einlass noch Auslass. Mir fällt dazu noch ein Thema ein, das ist ja, manche tun da ja dieses Golfballmuster dahin. Also ich persönlich hatte da gar nichts von. Das ist einfach nur Geldverschwendung in meinen Augen. Wir haben das damals in der Formel 1 wurde das auch getestet. Und da sind viele Millionen an Euros und auch Dollars von anderen Teams investiert worden, um herauszufinden, ob das funktioniert. In der Theorie funktioniert vieles, auch auf der Flowbench funktioniert auch vieles, aber wenn man wirklich das im Motor dann testet, gibt es viele Sachen, die gar nichts bringen. Und ich war damals zu der Zeit ja auch bei Toyota, ich weiß, wie das da getestet wurde. Und wenn es ein PS oder nur ein halbes PS gebracht hätte, dann hätten die das gemacht. Dann würde es auch heute Serienmotoren geben, speziell solche Motoren, die ja wirklich sehr teuer sind auch. Ich spreche nicht nur von einem 1,4 Liter Polo-Motor, sondern bei solchen Motoren würde das dann ja auch investiert werden, einfach das Geld, wenn es was bringt. Wie gesagt, Kanäle lassen wir hier Serie. Ich würde auch alles ab Golf 5 aufwärts, alles was auch direkt ein Spritzer ist, würde ich keine Kanäle erweitern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Geld würde ich mir einfach sparen. Die Motoren sind schon für Leistung gebaut. Dann steckt das Geld lieber woanders hin. Zum Beispiel in vernünftige Ventile. So, jetzt drehen wir den erstmal wieder so rum. Der Kopf ist ja bis jetzt nur sauber, aber noch nicht geplant. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Wir haben hier die Ventile. Das will ich euch zeigen, weil die bauen wir um. Jetzt muss der Papa sich mal wieder setzen. Ach, so. Das ist das originale Einlassventil. Man sieht auch, dass es ein Saugerventil ist, zum Beispiel hier an dem Schaft. Der ist sehr dünn hier, geht dann natürlich hier über in den Teil, der später in der Führung sitzt. Und es ist auch von der Tulpe her relativ human ausgelegt. Das Ventil ist am Limit für diesen Motor. Wir müssen dann hingehen und bauen da ein anderes Ventil von uns ein. Ja, und dann seht ihr, ihr seht auch automatisch, dass das hier von der Tulpenform etwas stabiler ist und auch hier vom Schaft. Und auch das Material ist natürlich anders. So, ich habe mal hier unsere geile Waage mitgebracht. Jetzt wiegen wir das einfach mal. So, wir sind hier bei 40 Gramm. Für das Originale, jetzt das ist unser Ventil, was wir auch einbauen. Ja, ist knapp 2 Gramm schwerer, obwohl wir ein besseres Ventil haben. Also wir haben ein Ventil aus einem besseren Werkstoff. Die Abmaße sind identisch, zum Glück. Plus wir haben besseres Material, plus wir haben das natürlich verstärkt. Also es ist ein verstärktes Ventil. Ne? Das ist schon mal gut. Das Gewicht spielt ja gerade bei hohen Drehzahlen eine Rolle. Beim Turbomotor sind die Drehzahlen in der Regel ja etwas geringer. Aber ich denke, dass wir den Motor trotzdem so bis 8, 8,5, vielleicht sogar auch 9 drehen möchten. Und da spielt halt jedes Gramm natürlich eine Rolle. Nur als nebenbei habe ich hier noch so ein Titanventil von der Formel 1. Das hat natürlich einen größeren Teller und auch einen dünneren Schaft mit Einkeil. Aber ihr seht schon, dass alleine das Ventil ist schon 10 Gramm leichter, obwohl es vom Teller viel größer ist. Ja. Hier sieht man das so, ich muss das besser hinlegen. So, und man sieht ja, wie viel größer der Teller ist. Preisfrage an euch, warum ist das denn so groß, das Ventil? Warum ist der Teller hier so groß im Gegensatz zu dem? Also das ist halt ein Formel 1 Ventil. Wer weiß, rein in die Kommentare damit. Soviel zum Thema der Einlassventile. Jetzt haben wir noch das Auslassventil. Das Auslassventil, das können wir auch mal eben wiegen, das ist noch dreckig, das ist das Originale. Aber das ist vom Teller 1 mm kleiner, 34. Da bauen wir jetzt eins ein. Ja, da sind wir schon 6 Gramm drüber, aber auch da sieht man ja auch den Unterschied am Design, gerade an der Seite. Also wir haben ja hier wesentlich mehr Material und hier oben ja auch. Und das Ventil ist halt 1 mm größer.
Das spielt uns natürlich auch in die Karten, weil wir wollen ja größer werden vom Ventil, weil wir wollen ja, der Turbo pustet ja alles rein, unterstützt den Motor, also beim, wenn der Korb nach unten geht, wollen wir ja so viel wie möglich an Luft reinbekommen. Und da unterstützt uns ja der Turbo. Der Sauger, der muss sich das immer erkämpfen. Der muss mit jedem Hilfsmittel, was er hat, durch die Kanalform, Saugbrücke etc. pp. Oder Ventile, muss er ja umkämpfen um die Luft, dass er so viel reinbekommt wie möglich. Mit dem Turbo ist das viel einfacher. Da machst du einfach ein bisschen mehr Ladedruck und schwupps, hast du viel mehr Druck im Zylinder. Deswegen spielt uns das auch in die Karten, dass das Ventil größer ist. Die Auslassventile sind aber auch wesentlich höher beansprucht als die Einlassventile. Und vielleicht weiß auch einer von euch, warum das so ist. Ich freue mich dann auf eure Kommentare. Was wir dann auch noch umbauen werden, also Einlass-Auslassventil ist klar. Und jetzt haben wir hier Federn. Das ist die originale Feder mit dem oberen Teller aus Stahl. 39 Gramm. Und hier kommt unsere Feder rein mit einem Titanteller. Das heißt, wir haben ja jetzt, wenn ihr das mal, ich stelle es mal einfach so drauf, ihr seht ja die Federn bei uns. Der Draht an sich ist schon viel stärker ausgelegt und die hat eine viel höhere Federkraft. Und warum ist das so? Weil wir natürlich wollen, dass die Feder auch schließt. Würden wir mit der originalen Feder arbeiten, die ja für den Saugbetrieb ausgelegt ist, wird es bis zu einem bestimmten Ladedruck funktionieren. Ab einem bestimmten Ladedruck muss man die Federkraft erhöhen. Das heißt, wir werden nur bei dem Motor auslassseitig nur die Federn tauschen. Ja? Hier haben wir auch noch ein Magnet, da könnt ihr dann auch mal selber gucken, was ist Stahl, Titan, also zieht sich jetzt eine Feder hoch, Titan ist nicht magnetisch, ist natürlich wesentlich teurer wie so ein Stahlteller. Wir können mal eben nur die Teller wiegen, weiß nicht, ob die Waage das hergibt, in diesem kleinen Bereich zu arbeiten. Wir haben hier 5 Gramm Feder, Teller, ja, kann die gar nicht wiegen, ist wahrscheinlich nur ein Gramm. Und genauso ist das bei den Ventilen ja auch, hier haben wir ja das Formel 1. Titanventil, da ist der Schaft aus Stahl und hier genauso, das ist auch, da nicht, der auch. So, das heißt, Federn tauschen wir auch auf der Auslassseite und dann machen wir natürlich überall die Viton-Schaftdichtung rein. Die sind zum Glück bei allen Motoren, also alle Motoren ab Golf 5 sind die gleich. Nee, beim 18T waren die auch schon. Selbst dafür bauen wir die auch. Werden eigentlich nur für die Auslassseite empfohlen, weil die extrem temperaturbeständig sind. Aber wir bauen die einfach überall rein. Wir machen die auch auf der Einlassseite. Dann sind die überall neu. Dann passieren auch weniger Fehler. Ja, so viel dazu zum Köpek oder zu den Köpfen. Und mal gucken, was als nächstes Video kommt. Ich denke, wir machen mal so ein bisschen Kolben und Pleuel vom R8. Bis dahin, Tschüssikowski.